Erinnerung. Sehen wir uns am 8. September in Erfurt zum Impulstag. Ach, hallo. Ach, ich habe von Corona die Nase voll. Aber auch das geht vorbei. Und wir sprechen jetzt noch einmal über etwas, das kommt. 2 Jahre hatten wir ihn nicht. Am 8. September gibt es das Comeback, Impulstag. Wir haben in den letzten Monaten schon mit 2 Videobotschaften auf den Impulstag 2022 hingewiesen. Unsere Impulstagsrednerin Monika Matschnick haben wir in den Videos schon erlebt, denn die Kommunikationsexpertin hat uns einen Vorgeschmack gegeben auf das, was sie uns im Vortrag vermitteln will. Das Thema Kommunikation hat Konjunktur. Und mit Maske zu kommunizieren ist schwer und anstrengend. Aber ob Maskenpflicht oder nicht, tragen wir Menschen nicht immer eine Maske. Monika Matschnick nähert sich der Antwort auch ein bisschen philosophisch. Wir alle sind Spieler, sowohl Frauen als auch Männer. Alle Frauen und Männer treten auf und gehen dann wieder ab. Wir spielen einfach auf einer Bühne. So sinngemäß sagte es auch ein Shakespeare. Und ja, der Mensch ist künstlich. Und sobald wir in Kontakt mit einem anderen Menschen treten, sind wir nicht mehr authentisch. Authentisch sind wir vielleicht, wenn wir alleine sind. Aber wir sind in einem bestimmten System. Sobald ich in Kontakt oder in ein System eintrete, verändere ich automatisch auch das Verhalten. Das kennen Sie alle. Angenommen, Sie gehen in eine Kirche hinein. Automatisch verändern Sie Ihre gesamte Körperhaltung und auch Ihre innere Haltung. Sie sind ruhig, Sie sind leise, beobachtend, bedächtig. Sind Sie es nicht, dann wird das System dafür sorgen, dass Sie es tun. Und genauso ist es auch in jedem Umfeld. Nehmen wir nur mal im Beruf. Ganz viele Politiker oder Führungskräfte sagen, ja, ich bin authentisch oder ich möchte authentisch sein. Na, ich hoffe, Sie wollen das nicht tun. Weil es ist die Aufgabe einfach vorhanden, dass man eine bestimmte Rolle erfüllt. Und man hat die Aufgabe, einfach in diese Rolle zu schlüpfen und sich zu inszenieren. Ein Unternehmen stellt keinen Thomas und keine Maria ein, sondern sie hat eine Rolle zu vergeben. Und ich habe die Rolle, auch das auszufüllen. Und auch heute hier, wenn ich hier bin und ich wäre authentisch, dann würde das aussehen, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust dazu, ich muss in kurzer Zeit im Auto sitzen und dann habe ich dann Stau, wie ich es schon im Radio gehört habe und am Abend sollte ich dann noch einen Vortrag halten. Eigentlich habe ich auch schlecht geschlafen, ich habe auf all das keine Lust. Aber das darf ich nicht, weil ich habe einen Termin ausgemacht, ich habe somit eine Performance zu erfüllen, eine Rolle zu spielen und mich auch zu inszenieren. Und das ist nicht schlecht. Sondern das ist respektvoll. Das Entscheidende dabei ist einfach nur, dass ich mich in meiner Rolle wohlfühle und dass die Rolle auch weitgehend zu meinem Persönlichkeitstypus auch passt. Augenkontakt, Blickkontakt, im Gesicht meines Gegenübers lesen, Sprache, das alles schränkt die Maske ein. Aber wir kommunizieren ja auch über unsere Körperhaltung. Wie setzen wir denn unsere Körpersprache in gesichtsarmen Zeiten besser ein? Kann ich trotz medizinischer Maske über meine Körperhaltung kommunizieren, dass ich frei bin, dass ich gelöst bin und dass es mir gut geht? Und ja, natürlich kann man das. Körpersprache und Gedanken sind eine Einheit und lassen sich nicht trennen. Alles, was ich denke und fühle, strahle ich automatisch nach außen aus. Aber das Schöne ist, indem ich einzig und allein über meine Körperhaltung nur eine bestimmte Haltung einnehme, entstehen dadurch bestimmte Gefühle. Angenommen, ich stehe jetzt vor Ihnen in dieser Haltung. Und ich würde zu Ihnen sagen, mir geht es gut, ich fühle mich richtig wohl,
Also alles ist eitle Wonne. Und probieren Sie es einfach nur mal aus. Stellen Sie sich in dieser Art und Weise hin. Lassen Sie den Oberkörper einfallen, die Hände sind leblos, automatisch wird dann auch Ihr Gesicht lebloser, Ihre Stimme wird monotoner. Und wenn Sie in dieser Haltung einfach nur bleiben, dann reagiert sofort Ihr Gehirn. Und diese Haltung nehmen wir ein, wenn wir mutlos sind, wenn wir traurig sind. Und auf Dauer werden wir uns auch belastet fühlen. Deshalb sollte ich immer darauf achten, dass ich nicht diese verkleinernde Haltung einnehme. Und der Trick dabei ist, und jetzt machen Sie mit, atmen Sie alle mal tief ein. Und jetzt setzen Sie sich eine virtuelle Krone auf den Kopf. Also, und eine Krone bleibt nur dann auf dem Kopf, wenn ich eine gerade Kopfhaltung habe. Wenn ich den Kopf anhebe, dann fällt die Krone jetzt nach hinten. Hier wirke ich arrogant. Wenn ich den Kopf senke, dann fällt die Krone nach vorne. Und der Blick von unten nach oben wirkt immer unsicher. Sie bleibt nur am Kopf, wenn ich gerade stehe. Wenn ich somit tief einatme, mein Brustbein anhebe, König oder Königin spiele, mich 3 cm größer mache und auch ein bisschen Spannung in meinen Körper hineinbringe, dann wirke ich in dieser Haltung wesentlich offener, zugänglicher, extrovertierter und das Allerbeste dabei ist, ich fühle mich auch besser. Deshalb spielen Sie König oder Königin. Also Leute, Kopf hoch, gerade machen, Haltung zeigen und für die nächsten Wochen fleißig Impulstagskarten schreiben. Ach ja, Haltung kann ich natürlich auch mit Maske zeigen.